Vorsicht, blinde Passagiere! Häufig werden invasive Tiere und Pflanzen unbemerkt durch Boote verschleppt. Helfen Sie mit, diese Verbreitung zu stoppen. Beachten Sie folgende drei Regeln, wenn Sie Ihr Boot in ein neues Gewässer bringen. Erstens, kontrollieren Sie Ihr Boot direkt nach dem Auswassern auf Pflanzen und Tiere. Den Bootsrumpf, den Motor, die Taue, den Anker und auch den Bootsanhänger. Entfernen Sie alle Organismen, die Sie entdecken. Zweitens, reinigen Sie Ihr Boot mitsamt Bootsanhänger auf einem Bootswaschplatz mit Hochdruckreiniger. So entfernen Sie weitere Tiere und Pflanzen, die von Auge kaum sichtbar sind. Verwenden Sie wann immer möglich heißes Wasser, mindestens 45 Grad Celsius. Reinigen Sie auch schmale Ritzen und Einbuchtungen sorgfältig. Wichtig! Der Bootswaschplatz muss unbedingt an die Kanalisation angeschlossen sein. Boote sind in der Regel mit einem Anti-Fouling-Anstrich behandelt. Das konzentrierte Waschwasser darf darum nicht in Gewässer eingeleitet werden. Vergessen Sie nicht, den Motor zu reinigen. Lassen Sie das Wasser aus den Kühlwasserleitungen abfließen. Reinigen Sie die Außenseite des Motors gründlich mit dem Hochdruckreiniger. Spülen Sie die Kühlwasserleitungen des Motors für mindestens 2 Minuten, möglichst mit heißem Wasser durch. Verwenden Sie dafür einen Spülaufsatz. Lassen Sie das Bildenwasser komplett ab und saugen Sie verbleibendes Restwasser auf. Drittens, lassen Sie zum Schluss Ihr Boot und die weitere Ausrüstung vollständig trocknen. Das kann mehrere Tage dauern. Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung invasiver, gebietsfremder Arten stoppen. Bitte kontrollieren, reinigen und trocknen Sie Ihr Boot bei jedem Gewässerwechsel. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.